Delta 63. Berlin 36. Erfahren, dass sowas dann krank ist. Und dann konnte ich nicht so schnell hierher holen. Ja, immer noch schön. Sie wissen ja alle, dass wir den gleichen Weg gegangen sind wie Sie und dass dieser Weg zum Erfolg führen kann. Das ist vielleicht natürlich auch Zweifel, die man irgendwann zwischendurch mal hat, wischen sich dann natürlich ein bisschen leichter weg und man kann da ein bisschen leichter drüber hinwegschauen. Und ja, wenn wir vielleicht als gutes Vorbild vorangehen, haben wir hoffentlich viele, die uns folgen werden. Wenn man das Paddel hält. Und das war auch geil, wenn man richtig gut im Winter hält, ja. Wenn man erst wieder so ein bisschen an. In der Regel ist es so, dass die jungen Athleten in der 7. Klasse hier zu uns kommen an die Sportschule. Der Stundenplan ist mit jeder Sportart abgestimmt, also möglich zweimal am Tag zu trainieren. Und es besteht auch die Möglichkeit, dann im Abitur in die Streckung zu gehen. Und damit sind dann auch, wenn die Trainingsumfänge höher werden, auch Trainingslager mit Trainingslageraufgaben möglich. Ja, das bedeutet für mich also ganz viel, weil ja, man sieht die halt und man weiß, wie die trainieren. Man weiß, dass man es auch schaffen kann und ja, und es ist halt sozusagen ja, so Ermutigung oder so, halt, um weiterzumachen. Kein Zwang an. Weiß rein. Nein, für die gibt es nur Küsschen. Für die gibt es nur Küsschen. Doch, es ist schon Ansporn zu sagen, ich mache weiter und es bringt was, sie zu trainieren. Es ist zwar ein langer Weg, aber man kann erfolgreich werden. Warum? Scheiße, war. Das wäre doch cool gewesen. Nein. Üben. Und beim Wellefahren, naja, da haben wir noch Reserven, denke ich mal. Ja? Wie schön, dass man im Wettkampf keine Welle fährt, war. Die Nicke vorne. Klimmband.